Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Among Us. Und es ist eine ganz besondere Runde Among Us, denn ein ganz besonderer Gast ist das erste Mal dabei, über den ich sehr froh bin. Alpingecko, hallihallo. Hallo. Mit dabei sind des Weiteren noch Justin, Kai, Ninja, Luke, Metalfire, Ryan und das Beste kommt zum Schluss, Spadboy. Aber wir haben noch einen. Ich habe ja gesagt, das Beste kommt zum Schluss. Nur 24er ist auch wieder dabei. Solange er kein Imposter ist, findet er jeden. Luke, starte. So, jetzt bin ich ja mal gespannt auf die Runde hier. Ne? So, was haben wir an Aufgaben? O2. Na, komm, gehen wir mal erstmal nach O2. Ist hier gerade wer gewendet? Nee. Ja, Lorenz wird jetzt safe sagen, ich bin voll verdächtig, weil ich bin zum Wend gelaufen, bin wieder weggelaufen, ich wollte wenden. Oder ich wollte, dass er mich sieht und ja. Ja, okay, die Aufgabe geht schnell, ja, okay. Ich habe schon gedacht, ich sehe schon wieder doppelt. So, warum hat er hier gewartet? Er hat halt einfach gewartet. Ich mach wieder die Taktik, ich laufe Wirt. Und kreuz und quer und so weiter. So, Aufgabe erledigt. Zack. Ist hier jetzt gerade die Tür zugegangen? Ja. Hier liegt keine Leiche. Ja, ich guck mal in die Camps, vielleicht sehe ich ja was. Läuft oben rum, Luke läuft da. Alpina sind Security. Luke ist O2. Warum sind die beiden so lange in O2? Ich geh mal. Also, die grobe Richtung. Mach zwischendurch noch ein paar Aufgaben. Hey, wie läuft hier aber auch ganz schön querfeldein. Aber tue ich auch. Wird sich schon wer anders drum kümmern. Luke und war da hier Luke nicht immer auch? Okay. Komisch. Aktuell noch ratlos, auf jeden Fall.
gewesen sein kann. Na, man muss sich generell cool muten. Immer. Ja, ab der Runde jetzt, weil bis jetzt war ja noch keiner geproofed. Na, ab jetzt können ja die Leute sich muten, wo tot sind. Ja, egal. Jetzt mit full muten, ja, egal. Lass uns um das Wichtige kümmern. Loren, sag uns, wer der Mörder ist. Löst das ganze Ding. Also ich hätte erst gesagt, es stimmt schon, erst ab der Runde jetzt, weil wenn man aus dem Mute rausgeht, dann kommt man ja sozusagen mit, wenn jemand stirbt. Und eigentlich darf das nur einer der Wissenschaftler mitbekommen, wenn jemand gestorben ist. Ja, aber... Was anderes, mir ist Alpine gerade entgegengekommen. Also wenn nur jemand mit Hut, also Alpina könnte mich auch verschaut haben und Carmon Ninja. Kurz eine Frage. Wie sind sein? Bist du gerade am Handy? Ja, ist er. Ja. Ah, okay. Echt, Lorenz, du bist mir entgegengekommen? Ich hab den Hut von irgendjemandem gesehen. Könnte auch Karma da oben gewesen sein. Ah, ne, Karma habe ich bei Security und gesehen. Und ich dachte, das wäre so ein schicker Hut wie der meine gewesen. Wo liegt die überhaupt? Oh, ich wollte gerade fragen. Gegenfrage, Alpine, wo warst du gerade? Dann kann ich das bestätigen, ob sie da liegt, wo du gerade warst, oder ob ich wem anders über den Weg gelaufen bin. Ich war da sehr weit unten, also, ja. Kannst die Map öffnen, weißt du? Wo? Oder rechts oben? Elektrik war ich... Man, also jetzt da rüber zu Richtung... Antrieb unten. In dem Bereich war ich. Dann bin ich rüber zu Admin. Oder sowas? Und du siehst auch dein Männchen, wo du bist, ne? Mhm. Wir haben, zu 50%. Also, könnte möglich sein. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den gleichen Hut gesehen habe, den ich auch auf hatte. Bei Alpine da nicht war. Also, es war Richtung Medizin-Dingens, Medbay, Klinik heißt es auf Deutsch. Nur halt da nicht drinnen, sondern in der Gegend, ihr. So eine Klinik nach links, Antrieb, kurz vor Antrieb oben. Ja, ich war Antrieb unten und bin rüber eigentlich Richtung Lager. Also ich sag mal anders gesagt, Alpine, wie oft haben wir uns diese Runde gesehen? Viermal? Ich würde sogar sagen, noch öfter. Also könnte möglich sein, dass der Shapeshifter die Form von Alpine hat. Aber nur weil man jemanden oft sieht, heißt es ja nicht, dass er safe ist, ne? Nein, aber... Ja, die Möglichkeit, dass der Shapeshifter... Ich meine, die Runde ging ja jetzt vor allem auch so lange, also da hat jeder jeden wahrscheinlich so oft gesehen. Ja, wahrscheinlich. Wobei die Kills sind relativ spät passiert, weil da bin ich vorher erst vorbeigelaufen, da wo der Körper liegt. Ah, du hast also beide Körper bei dir, oder was? Nö, ich habe nur einen gesehen. Achso, ja, aber da kannst du ja nicht sagen, die Kills sind relativ spät passiert. Kann ich schon sagen. Ja, aber du weißt ja nicht vom anderen Kill, oder? Wir wissen ja nicht mal, wo der liegt. Ja, wollte gerade fragen, welchen hast du reported? Ryan oder Justin? Ich glaube, es war Ryan. Okay, weiß jemand, ob Justin ein Tier dabei hat? Oh, keine Ahnung. Glaub nicht. Ja. Sicher? Okay. Glaub nicht. Der hat doch diesen Druiden. Boah, keine Ahnung. Weil wenn den jemand gleich findet, dann müssen wir auch, wo der gelegen hat. Ja, ich werde gleich mal mitgucken, ob ich den finde. Ich muss mir mal noch wie auch immer, ich würde auf jeden Fall auf 7 nicht voten, da ich letztes Mal einen Fehler gemacht habe, fühle mich schlecht deswegen. Ja, wir wissen jetzt, ja, wir haben auch keinen Anhalt, gefunden gar hast, keinen aber wo hast du den gefunden? Ich habe jetzt das nicht mitbekommen. Das von der Klinik links, an der Klinik links raus vor Upper Engine. An der Klinik links raus vor Upper Engine, ja. Gut. Genau, und Ryan war schon ein bisschen länger tot, ich war in der Klinik, also, es war ja der O2. Ja. Dort bin ich rechts rüber, hab da René, das Batboy getroffen, den ich davor auch irgendwie auf Camps gesehen habe. Auf jeden Fall bin ich dann wieder nach links zur Klinik hingelaufen, hab dort meine Röhrchen gestartet, bin dann aus der Klinik raus, wieder nach rechts, weil der zweite Mal O2 angefangen hat. So sehr schnell gelöst, bin ich wieder nach links und da lag dann der Körper, aber ich glaube, der war außerhalb von der Reportreichweite. Also Klinik war ich eigentlich, da bin ich am Anfang nur vorbeigelaufen, aber da war ich nicht in dem Bereich. Ich mag deinen österreichischen Akzent. Betty schafft schon lange nichts mehr. Ja, weil ich den Redestein nicht mehr haben will, weil immer wenn ich was sage, ist es immer falsch.
Komm, Spadboy, ja, sag uns, wer es ist, dann wissen wir, wer safe ist. Ja, wusste, also René war es, ne? Wir werden jetzt noch nicht gewotet. Ja, 24er. Ja, Lorenz muss noch. Muss also noch wir haben noch 50 Sekunden, da könnten wir noch Infos rausbekommen, Leute. Ja, dann, dann los, also. Ja, wo warst du denn, Luke? Warum bist du ich denn so scharf darauf, dass ich jetzt rede? Du willst doch nur, dass ich irgendwo auf du willst doch nur, dass ja, du willst doch jetzt nur, dass ich irgendeinen Unschuldigen umbringe. Bestimmt bist du der Imposter. Aber bei René war es so irgendwie, ich bin bei ihm, also er ist immer bei mir gewesen irgendwie so nebenbei, hat aber keine Aufgaben gemacht. Er ist immer von der Menschenmenge davongelaufen. Nein, ich lauf komplett wirt. Ich mach hier meine Aufgabe, da meine Aufgabe und mal da eine Aufgabe. Um dieses, weil wenn alle rechts rumlaufen und ihre Aufgaben am Stück machen, hast du hinterher so eine Gruppe oder zwei, drei Gruppen, wo sich alle draus saven können. Und das ist für den Imposter eben doof und deswegen laufe ich komplett. Links. Warum? Ja, weil es halt dieses, ich laufe immer so und ich laufe immer so gibt. Nein, ich meine, ja, aber bei mir ist da meistens niemand. Okay, gehen wir jetzt Fullmute oder nicht? Ja, Fullmute. Ja, Fullmute. So, ja, wir gehen wieder Fullmute, dann können die Leichen reden. Dann können die Toten sich miteinander unterhalten. Also egal, wie man sagt, das hört sich falsch an. Aber so ist es halt. Es ist ja nur ein Spiel. Und dann können die Toten sich unterhalten und ein bisschen rätseln, miteinander rätseln und ja. Und vor allen Dingen, wenn ich tot bin, auch viel, viel cooler, weil dann können wir uns die Sicht von den anderen anhören. Aber mal so nebenbei. Also ihr wisst ja, ich mische die Folgen jetzt hinterher eh, also in der letzten Folge, wegen gesehen habt, dass ich Imposter war, das muss nicht so in echt auch gewesen sein. Ich war schon lange kein Imposter mehr. Ich würde gerne mal wieder Imposter sein. Ich muss einfach, ich meine, die Info bringt euch zwar rein theoretisch einfach gar nichts, aber ich hab's trotzdem gesagt. So. Außerdem ein bisschen was erzählen. Ich kann nämlich auch ruhig aus anderen Runden, wenn er dann die Folge seht, wisst ihr, das hat er gemeint. Vielleicht ist sogar das, was ich erzählt, weil ich weiß ja jetzt, ich weiß jetzt noch nicht, wie ich mische. Also es kann ja sogar passieren, dass ich euch Sachen erzähle, wo ihr das gesehen habt, die Folge. Ich aber die Folge jetzt im Jetzt noch nicht geschnitten habe, also selber gar nicht weiß, wie es war, und ihr sagt, ey, das war ganz anders. Das ist Zeitblase Deluxe. Wir betonen, wer ist gerade Weapons hochgelaufen? Ich habe halt Pink Echo gesehen, aber wer ist gerade Weapons? Ich bin hochgelaufen und Metal Fire ist vorhin vor 3 Sekunden hochgelaufen. Und hat nicht, wo warst du davor, Nindisha? Ich habe meine letzten Aufgaben in Upper Engine und Storage gemacht, dann bin ich wieder hochgegangen in Cafeteria. Ja. Dann bin ich in Weapons, da habe ich Metal Fire gesehen, wie er nicht den Dings gemacht hat, den O2. Und habe ich halt den O2 gemacht. Und dann bist du direkt Weapons hochgelaufen? Ja, dann bin ich Weapons und Cafeteria wieder hochgelaufen. Also. Aber ich wollte halt auf der linken Seite gucken. Ich werf mir mal einer den Redestein zu, bitte nicht ins Gesicht. Sorry. Ich würde gerne noch mal ganz kurz auf die erste Runde zurückkommen. Kann irgendwer bestätigen, dass Alpine zum Schluss da unten war? Wo? Ja, wo er gesagt hat, unten Electrical Antrieb unten. Also ich jetzt nicht, zumindest. Weiß ich nicht, ich konnte es auch nicht bestätigen. Weil Lorenz war sich ja relativ unsicher, oder worauf willst du jetzt hinaus? Ja, genau, deswegen. Und jetzt ist Lorenz tot. Das ist richtig. Könnte natürlich auch sein, um einfach den Verdacht auf Alpine zu lenken. Das wäre so ein Luke-Move. Ich bin für Luke. Und das war ein Self-Report. Was? Warum hab ich eigentlich gerade nicht O2 gemacht? Hab ich doch gerade eben gesagt. Ich wollte gucken, ob links was ist.
Weil das Ding ist halt, wenn O2 ist, ist halt oft links und... wir müssen wen voten, wir haben Zeitdruck. Ja, aber warum ich? Hä? Du hast ihn jetzt echt gevotet und Alpine auch? Ich hab... Ihr seid es so hart. Luke, du hast dich letzte Runde beschwert, dass ich zu wenig rede. Jetzt habe ich geredet, jetzt auch wieder alles falsch. Ich wollte nur noch einen Laufweg erklären. Warte kurz. Darf ich kurz was sagen? Also Metalfire schließt sich mal aus. Darf ich mal ganz kurz was fragen? Also Alpine, was hast du jetzt gevotet? Hast du jetzt echt Luke gevotet? Nein. Er hat mich gevotet, wahrscheinlich. Nee. Ich habe einen nicht gesehen, die ganze Zeit. Und auf einmal sind zwei Kills. Und die anderen alle habe ich gesehen. Darauf hast du jetzt schon echt gevotet? Mhm. Das ist ja geisteskrank, ich habe nämlich jeden gesehen. Ja, Sam. Nee, ich habe einen nicht gesehen. Also, die erste Runde war ja ewig lang. Ja, wen hast du nicht gesehen, dass wir voten können? René habe ich nicht gesehen. Absolut nicht. Ich habe Luke gesehen, ich habe Metalfire gesehen, ich habe Camo gesehen. Also das Ding ist halt, ich würde einzig und allein auf René gehen, weil er auf einmal halt komplett schießt. Wir haben noch 190 Sekunden und er will hier Luke raushauen. Lorenz ist von mir eben weggelaufen mal. Die ganze Zeit Angst vor Metalfire. Deswegen... Verstehe ich. Ich trau dir nicht das mehr. Movement ist schon seltsam. Das Movement ist Ich war wirklich... Ich glaube, Metal habe ich, glaube ich, am meisten gesehen. Ja, dich habe ich auch gesehen. Ich glaube, beim Müll haben wir uns irgendwann getroffen, das ist mir im Gedächtnis geblieben. Ja, ich meine, wir haben jetzt zwei Imposter, die wahrscheinlich... Da habe ich dir ein Kreuz hingemalt. Die Wahrscheinlichkeit, dass Luke Imposter ist, ist 4 zu 10 oder sowas. Keine Ahnung. Ja, aber warum votest du dann? Das klingt für mich ehrlich gesagt auch ein bisschen verzweifelt. Vielleicht ein bisschen, aber... Ich bin in so 1 zu 5. Ja, also ich würde ehrlich gesagt aufs Badboy gehen. Also, ja, das ich ist auch. Ja. Das Ding ist halt, wir haben halt auch noch wahrscheinlich zwei Poster drin, weil wir niemanden rausgevotet haben, wenn... Oder das wenn ist auf einmal wirklich... Ja, imagine, ich bin's. Ihr wisst... Bei dem deckt einfach weil, auf. Weil 4 zu 10, also... Ihr wisst, wenn ihr mich jetzt votet, kann ich die Abmod machen, ne? Ja, aber das kann ja jeder sagen. Also ich bin es nicht. Ja, also ich würde geschlossen aufs Bett. Aber das Ding ist halt, wir müssen halt auch wirklich geschlossen, weil wenn wir jetzt niemanden rausvoten, wenn wir jetzt alle einzeln voten, dann sind wir tot wegen den Impostern. Double Kill. Ja. Nee, die brauchen nicht einen Kill. Ja. Ja. Sag ich ja, jetzt den falschen raus, also redet nochmal ein bisschen drüber. Ja, auch rein. Ja, also gehen wir jetzt aufs Badboy? Nein, auf Luke. Auf Luke. Nein, aufs Badboy. Auf Luke. Warum, Ninja, warum kommst du jetzt und lachst und hast selber noch nicht mal gevotet? Voll verdächtig. Ich hab schon lange gevotet, ich war der Erste, was gevotet hat. Ich sag so, es ist mal Luke. Ich hab einfach jemanden getötet. Ja, weil ich nicht gecheckt hab. Ich hab mir gedacht. Ich hab echt nicht gecheckt. Betty hat vollkommen recht gehabt. War aber kein Self-Report. Eigentlich müssen mich Alpine verdächtigen. Aber nicht. Also, ich hasse nicht mehr. Echt jetzt? Weißt du, da habe ich einmal den Durchblick. Ich habe einmal den Durchblick. Ich sage zum Schluss. Du hast gesagt, die Chance zu 4 zu 10, dass es klug ist. Nein, ich hab's doch am Anfang gerechtfertigt. Und danach habe ich gesagt, du bist es auch. Ich habe euch beide eben enttarnt. Ich hab's gewusst. Aber du hast gewusst. Gesagt, aber du willst den Redestand abgeben. Also, obwohl wir verloren haben, fühle ich mich irgendwie wie ein Gewinner. Und wenn du das auch so siehst, dann lass ein Like und ein Abo da und schreib einen Kommentar. Und damit würde ich sagen, geht die Runde zu Ende. Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ciao, ciao. Ciao.